Einen wunderschönen guten Mittag wird es wohl heute drauf hinauslaufen, wünsche ich euch und willkommen zu einem weiteren Part, Folge, Strecke, was auch immer des Mario Kart 8 Sonntags. Wir spielen heute den wundervollen Link und heute gibt es das mal nicht direkt zum Frühstück, denn ja, das ist eigentlich ziemlich einfach mit meiner Woche zu erklären, deshalb kommen wir da einfach gleich mal dazu. Und zwar hoffe ich, hatte ihr natürlich eine wundervolle Woche. Meine hatte seine Höhen und Tiefen, sagen wir mal so. Fakt. Mal sehen, der Montag hat noch sehr human begonnen. Die Vorfreude auf Schwert und Schild war da, wie sonst noch was. Und ich war heiß. Ich war richtig, richtig heiß. Ja, ansonsten ist halt am Montag eigentlich nicht besonders viel passiert. Es war einfach nur die Vorfreude, ein bisschen Zeug vorbereitet. Ja, okay. Für die ganze Woche und dann kam eigentlich auch schon der Dienstag. So, der Dienstag war schon wieder ein bisschen interessanter, denn am Dienstag habe ich dann endlich mal meinen neuen Kleiderschrank aufgebaut und das ist ein Riesendrum, das sage ich euch. Und trotzdem passen meine Klamotten gerade so alle noch rein. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele verschissene Klamotten ich habe. Und es ist nicht so, als würde ich die nie benutzen, sondern die meisten benutze ich halt auch wirklich ständig. Also, ah, faszinierend, dachte ich mir. Da dachte ich mir auch so, huiuiui. Ja. Da haben wir auf jeden Fall den Schrank gebaut. Das hat eine Weile gedauert. So ziemlich den ganzen Dienstag eigentlich, weil ich bin nicht so der Beste, was Schrank am Bauen geht. Und wir haben erst so gegen 4 Uhr angefangen. Waren dann mit Essen, Gassi gehen und so Zeug dazwischen erst um 9 Uhr fertig. Aus dem Grund gab es dann auch dementsprechend keinen Stream am Dienstag. Ich weiß auch noch nicht, ob nächste Woche ein Stream kommen wird, aus dem einfachen Grund, dass ich Pokémon Schwert noch spielen muss. Also ich bin noch lange nicht durch. dazu komme ich ja mal gleich später noch. Deshalb muss ich da noch schauen. Außerdem war, glaube ich, am Dienstag dann nichts mehr. Ich meine, es war Abend. Ich habe nur noch ein bisschen Zeug auf Netflix geguckt. Ich habe tatsächlich die Chilling Adventures of Sabrina nachgeschaut. Mir ist aufgefallen, dass ich weiß nicht, wie aktiv ich die Serie geschaut habe. Also ich weiß, ich habe alles durchgeschaut, aber so ein paar Folgen kamen mir irgendwie gefühlt komplett neu vor. Also ich habe die zweite Staffel auch gesehen, so ist nicht. Aber da dachte ich mir so, das kommt mir ja richtig unbekannt vor. What the fuck? Naja, deshalb fand ich es ganz gut, dass ich das rewatcht habe, weil momentan ist wieder mein Problem, ich habe keine Serie. Streams liefen jetzt auch nicht so die letzten Tage für mich, was mich wirklich interessiert hat. Entweder haben viele schon angefangen mit Schwert und Schilden zu geil zu streamen. So, jetzt habe ich natürlich komplett den Faden verloren. Ich meine aber, wir waren bei meinem Serien- und Streaming-Problem. Denn in der Woche war das Streaming irgendwie so, weiß ich nicht, es lief gefühlt fast gar nichts, was ich mir gerne angeschaut hätte. Und dann musste ich mir natürlich eine Serie gucken und dann oh, gab es auch keine. Oh, Kacke. Wir sind Spiegel, okay. Dann gab es natürlich auch irgendwie keine Serie, die ich nicht schon gesehen hätte. Und dann war das dementsprechend kritisch. Dann bin ich Gott sei Dank auf Sabrina gekommen und dachte mir, hey, komm. Boah, dieser Spiegel macht mich gerade ein bisschen fertig. Dachte mir, hey, komm, gönnst es dir mal wieder. Und war so gut, wie es in Erinnerung hatte. Ja, ansonsten am Mittwoch. Am Mittwoch war ich dann tatsächlich bei mir in der Stadt, in der größeren Stadt, die in der Nähe ist, drin und habe geschaut, ob das Spiel tatsächlich schon da ist. War leider nicht so, deshalb bin ich eine halbe Stunde lang im Regen umsonst, eine Dreiviertelstunde sogar rumgegangen und dachte mir am Ende, hat sich jetzt irgendwie nicht so gelohnt. Andererseits dachte ich mir halt auch, hey, mein, ich bin eigentlich auch mit der Einstellung hingegangen, dass es wahrscheinlich noch nicht da sein wird. Tatsächlich, wie ich am Nachmittag dann erfahren habe, wäre es wahrscheinlich sogar dort auch gewesen, weil in einer anderen Stadt, die noch relativ nah bei mir ist, ist das Spiel sogar schon da gewesen, weil ich das Spiel vorbestellt hatte und das mir gesagt hat, hey, Bro, dein Spiel ist schon da, wird dir dann wahrscheinlich sogar morgen geliefert. Und deshalb dachte ich mir, ja gut, dann kriegst du es Donnerstag, warst jetzt ein bisschen umsonst quasi da drin, aber das ist okay, weil ich bin extra früh aufgestanden, war auch viel zu früh da, weil die scheiß Läden erst um 9:30 aufgemacht haben. Und ich mir dachte, warum zum Teufel macht ihr erst um 9:30 auf? Was soll das? Meine, ist okay, aber die Züge waren jetzt nicht so gnädig zu mir, dass ich da gut fahren hätte können. Und ich wollte halt wirklich direkt rein und wieder raus. Nur schauen, ob die Spiele da sind oder nicht. Ich habe überlegt, ob ich einen Verkäufer frage, die sahen aber alle so unhöflich aus, dass ich mir dachte, ah, lass es einfach. Und GameStop hat ja diese Aktion.
diese Aktion gemacht, bei denen du Spiele abgibst und dann kriegst du das Spiel neu. Deshalb dachte ich, da habe ich es gar nicht dann erst versucht, obwohl die Verkäuferin relativ nett aussah, aber da dachte ich mir, da wird es eh nicht klappen. Ist vielleicht die falsche Einstellung gewesen, aber was soll's, dann dachte ich mir halt, ja, ich meine, mit der E-Mail dachte ich mir, dann krieg's ja eh am Donnerstag. Ja. Wenn DHL nur ein funktionierendes System hätte, dann hätte ich's, mein Gott, ich fahre einen Dreck zusammen, dann hätte ich's auch bekommen, aber DHL war so scheiße, dass ich das Spiel nicht mal am Freitag bekommen habe, obwohl die gesagt haben, ja, also spätestens Freitag zwischen 11 und 14 Uhr ist das Spiel bei Ihnen. Ja, ratet mal, bei wem das Spiel nicht am Freitag zwischen 11 und 14 Uhr war. Hm, richtig, bei mir. Heißt, ich hatte das Spiel erst an einem Samstag. Und am Samstag hatte ich dann noch Tag der offenen Tür bei mir in der Schule. Das heißt, da war ich dann nochmal von 9 bis um 12 ungefähr drin. Und dann bin ich heimgekommen, dann habe ich gegessen. Und dann konnte ich erst das Spiel aufmachen und das Spiel spielen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie finde ich das Spiel denn bisher? Also ich kann für diejenigen sagen, ich bin jetzt bei Orden 3, habe gestern, glaube ich, dann habe ich angefangen so gegen 1 Uhr, also so gegen 13 Uhr und habe wirklich auch erst so gegen 1 Uhr aufgehört. Das heißt, ich habe jetzt gute 12 Stunden Spielzeit intus, habe jetzt meinen dritten Orden geholt gehabt. Und da werde ich dann heute nach diesem Part hier weitermachen, denn ich nehme das hier gerade vor. Also es ist momentan Sonntag, 11 Uhr. Ich nehme das extra für euch auf, damit noch Mario Kart heute für euch kommt. Weil ich mir dachte, hey, ich möchte nicht, dass das meinen Rhythmus so derbe killt, wie es das wahrscheinlich tun wird. Ich bin ja schon froh, dass ich Schwarz 2 voraufgenommen habe. Jetzt, ob das wirklich alles pünktlich kommt, weiß ich nicht. Also, wenn das auf einmal zu anderen Tagen diese Woche, oder nächste Woche besser gesagt, kommt, wundert euch bitte nicht, seid gnädig mit mir, ich möchte dieses Spiel unbedingt spielen, es macht mir zu viel Spaß. Ich kann auch über diese ganzen Grafikfehler und alles, also die Kritik ist bis jetzt nicht unberechtigt. Man hat schon ein paar Sachen gesehen, wo ich mir dachte, ja, okay. Aber es ist halt auch sehr, sehr stark übertrieben worden, vor allem von den Hatern. Die haben das natürlich in den Tod gehatet, dass das Spiel quasi so der letzte Dreck sein soll, aber da sind wir ganz weit weg, da habe ich viel zu viel Spaß an dem Spiel. Und für mich, im Endeffekt kann die Grafik noch so scheiße sein, das Spielkonzept kann noch so scheiße sein. Wenn ich Spaß hatte, dann ist das Spiel für mich gut. Da ich bis jetzt Spaß habe, ist auch alles gut. Ja. Also subjektives Empfinden ist sehr gut. Objektives Empfinden. Das ist jetzt die Aussage, die ich momentan tätigen werde. Und dann nächste Woche können wir vielleicht nochmal etwas genauer über die Spiele reden, was mich so ein bisschen gestört hat. Was ich besser fand oder was man hätte besser machen können, was eigentlich ganz gut war und so weiter. Und damit wären wir jetzt heute bei Sonntag 11 Uhr angekommen, denn ich hatte jetzt heute noch ein geiles weiches Ei zum Frühstück, weich gekochtes und einen geilen Toast dazu. Da bin ich um 10 Uhr aufgestanden, habe das gefrühstückt und jetzt seitdem nehme ich eigentlich auch so bis halb 10 ungefähr, bis halb 11 meine ich und dann, ja, sitze ich halt jetzt hier und nehme das hier auf, ne? Also eigentlich bis jetzt ein sehr chilliges Wochenende mit sehr vielen Auf und Abs, weil ich halt gehofft hatte, eigentlich am Freitag schon das Spiel spielen zu können. Also habe ich dann dementsprechend am Freitag eigentlich nichts gemacht. Ich bin ehrlich, ich war am Freitag einfach nur frustriert, dass es nicht da war, weil ich habe am Donnerstag eigentlich Schwarz 2 alles im Voraus aufgenommen gehabt. Ja. Habe auch nichts groß dran geschnitten, das hätte man mal machen sollen können. Muss ich mal schauen, wann ich das hinbekomme. Wahrscheinlich werde ich das aber auf morgen in der Früh schieben. Ja, professionell wie man halt ist, ne, wird das wahrscheinlich passieren. Sind wir ehrlich, es wird genauso nicht anders passieren. Ich kenne mich. Ja. Ich werde wahrscheinlich das Spiel gleich anschalten und nur noch zum Essen, zum Trinken. Wobei, Trinken habe ich hier oben. Ich habe mir mein Wasser gegönnt hier oben. Und einmal mit dem Hund rausgehen machen und für mehr werde ich dieses Zimmer nicht verlassen, okay, und noch um aufs Klo zu gehen, aber ansonsten werde ich diesen Sitz hier heute nicht mehr verlassen. Das wird einfach ansonsten nicht passieren. Ich kenne mich. Das ist gestern auch nicht passiert, also von dem her, ja. Aber es macht halt viel zu viel Spaß, ne. Ich bin auch froh, dieses Erlebnis zu haben. Also ja, kann ich mich darüber eigentlich auch nicht wirklich beschweren. Ist ja jetzt nicht so krass Negatives. Ja, ansonsten hoffe ich, wie gesagt, ihr habt auch Spaß mit den Spielen, für alle, die sich's gekauft haben. Für alle, die sich's nicht gekauft haben, habt Spaß mit den Mons vielleicht auf Showdown. Die sind ja jetzt auch schon tatsächlich draußen. Wobei noch ziemlich viel sehr, sehr buggy ist, wie ich mitbekommen habe. Das heißt so,
perfekt läuft man nichts auf Showdown, deshalb wird es auch noch kein Showdown nie geben. Deshalb gab es noch am Samstag eiskalt ein normales Showdown mit Ele, weil ich mir dachte, hey, jeder wird dieses neue, den neuen Stuff bringen, jeder ist heiß auf den neuen Stuff. Aber wir sind oldschool cool, beziehungsweise sagen wir es eher so, ich hatte das halt auf der Platte gerendert und dann dachte ich, bringe ich es raus. Und bis das alles gefixt ist, also vielleicht kommt nächste Woche schon die erste Showdown, die Folge mit neuen Mons. Das sehen wir ja dann. Dann können wir nächste Woche genauer über das Schwert- und Schild-Phänomen reden. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann und ciao.